Layers of Fear ist Fortsetzung und Neuauflage zugleich. Hallo da draußen, hier ist Hagen Gehrer von Gamers Global mit dem Kurztest zu Layers of Fear. Für den dritten Teil der Layers of Fear-Reihe hat sich Bloober Team mit dem Game Deck-Entwickler Anschar zusammengetan. Der Titel ist etwas kurios, die Story ist erstmal neu. Es geht um eine Horrorschriftstellerin, die sich im Jahr 1955 in einem Leuchtturm einquartiert, um eine Geschichte über das tragische Leben eines berühmten Künstlers zu schreiben. Weil dies ein Horrorspiel ist, spukt es natürlich in dem Leuchtturm. Ihr spielt aber auch, was die Protagonistin zu Papier bringt, und zwar schreibt sie Layers of Fear. So erlebt ihr also nochmal die Ereignisse aus Teil 1, dessen DLC und nicht zuletzt die Geschichte von Layers of Fear 2, aber es gibt auch eine neue Episode aus dem Leben des Künstlers. Zwischen den Kapiteln geht es immer mal wieder zurück zur Rahmenhandlung im Leuchtturm. Ich konzentriere mich für diesen Kurztest auf die Aspekte Grafik, die Neuerungen und die Horroratmosphäre. Bei der Rückkehr in bekannte Gebiete fällt als erstes der Grafiksprung dank Unreal Engine 5 auf. Die schummrig beleuchteten Räume sind vollgepackt mit Details und bei aktiviertem Raytracing glänzen die hier und da platzierten Spiegel. Das eigentliche Highlight sind aber nach wie vor die Spezialeffekte. Ständig verändert sich die Umgebung, wenn ihr euch umdreht, und immer wieder auch direkt vor euren Augen. Nicht ganz aus einem Guss wirkt aber eine Sache. Da werden nun extra Objekte beim Betrachten in die Hand genommen und schweben nicht mehr vor euch, und auch in Cutscenes wird teils sogar etwas übertrieben gestikuliert, doch wenn ihr Türen und Schubladen öffnet, gibt es weiterhin keine Animation dafür. Neuerungen gibt es aber auch nicht wenige unter der Fassade. Es reicht schon, nochmal in das Anfangskapitel des Erstlings reinzuspielen, um zu erkennen, wie sehr die Levels der ursprünglichen beiden Teile überarbeitet wurden. Überall erwarten euch neue Details, darunter auch so einige ansehnliche Spukerscheinungen rund um die allgegenwärtigen Gemälde im Anwesen des Künstlers. Die Reihenfolge bekannter Szenen wurde etwas durchmischt, die Inszenierung von so manchem Spuk komplett verändert und ihr trefft auch auf brandneue Abschnitte und Rätsel. Die große spielerische Neuerung ist die Laterne, mit der ihr bestimmte Objekte beseitigt oder ein gewisses Gespenst für kurze Zeit vertreibt. Das erscheint nun häufiger und macht Jagd auf euch, während ihr Schlüssel oder Teile von Codes sucht. Damit fertig zu werden ist aber nicht sehr schwer. Layers of Fear wird dadurch also kein Outlast oder Amnesia, bricht aber immer mal wieder auf, dass es sich ansonsten oft um eine atmosphärische Geisterbahn ohne Gefahr handelt. Aber nicht alle Neuerungen tragen zur Atmosphäre bei. So gibt es gefühlt noch mehr Notizen, von denen viele kleinere nicht so viel zum großen Ganzen beitragen. Teils laufe ich eben noch weg und schon liegt schon wieder der nächste Zettel da und ich weiß, hier passiert mir nichts mehr, auch wenn noch die Terrormusik läuft. Dass Layers of Fear nun geschwätziger ausfällt, bremst die Gruselatmosphäre also eher aus, zumal die Notizen nun alle vorgelesen werden und die Leistung der Sprecher besonders in den Nebenrollen einen durchwachsenen Eindruck hinterlässt. Das Vorlesen könnt ihr aber in den Optionen deaktivieren. Minced Mice. Chunky. Crunchy. Und damit komme ich zu meinem Fazit. Layers of Fear macht es mit seinem eigenwilligen Mix aus Fortsetzung und Neuauflage nicht ganz leicht, schnell zu vermitteln, was die Spieler hier erwartet. In Bezug auf die bekannten Abschnitte wird hier mehr als nur ein grafisch aufpolierter Aufguss geboten. Die Highlights von Layers of Fear sind wieder mal einerseits die besonderen Spezialeffekte und andererseits, wie sich die Raumanordnung ständig verändert und den Orientierungssinn durcheinander bringt. Trotzdem verläuft man sich durch die Linearität des Titels fast nie. Doch so gut die grafische Gestaltung und die Umgebungsgeräusche ausfallen, leidet die Atmosphäre der Story um Kunst, Liebe und Wahnsinn unter der wechselhaften Sprecherleistung. Auch die Art, wie das Gespenst immer wieder dieselben wenigen Worte sagt, macht es für mich eher weniger unheimlich. In der Theorie mag ich persönlich auch die Idee, über die neue Geschichte der Schriftstellerin die Stories der bisherigen Spiele zusammenzuführen.
In der Praxis war mir die Umsetzung der neuen Erscheinung, in der alle Fäden zusammenlaufen, aber deutlich zu plump. Deswegen gibt es von mir nur eine bedingte Empfehlung. Wegen der Besonderheiten von Layers of Fear können aber Horrorfreunde durchaus einen Blick riskieren. Das war es von mir zu Layers of Fear. Wenn euch dieser Kurztest gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal da. Danke fürs Zusehen.